Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hatte, war Kaiser Uriel Septim der Siebte. Vor seiner Ermordung waren seine letzten Worte: Nehmt das Amulett, bringt es zu Joffrey. Er allein weiß, wo mein letzter Sohn zu finden ist. Findet ihn und schließt den Schlund Oblivions. Nun ist Parappa auf dem Weg zum Schlund Oblivions und keine Monster oder gar ein Daedra-Fürst können ihn davon abhalten. Tag 3. So ein Quatsch. Arloa, liebes Tagebuch. Wenn du dachtest, die letzten beiden Tage wären rasant gewesen, dann wirst du dir heute deine vergilbten Seiten verbrennen, so aufreibend waren meine Erlebnisse. Du weißt ja, dass mir der Herr Kaiser sein Amulett vermacht hat, nachdem ich seine Glasversicherung für meine Gitterfenster in der Gefängniszelle unterschrieben habe. Ich fühle mich wirklich gut aufgehoben bei der Syrodil Betrugsheimer. Da ich das Schicksal meines Gönners allerdings nicht teilen wollte, beschloss ich, das Amulett zu dem Mönch Joffrey zu bringen, auf das mir diverse Assassinenattacken erspart bleiben mögen. Der Weg zur sogenannten Vaynorn-Priorei war noch lang und es regnete heftig, doch davon ließ ich mir die Laune nicht verderben, die Landschaft und die frische Luft entschädigten mich für meinen nassen Lederwams. Ich kam sogar durch eine verlassene Festungsruine und war noch ganz in Staunen versunken, als mich etwas aus dem Gebüsch überraschte. Aha! Eine Katze mit Ohrringen! Und sie redet mit mir! Und sie will mein Geld haben! Sofort entbrannte der Kampf gegen das fremde Wesen, und der war nicht ohne, denn mit meinem Kurzschwert hatte ich ganz schön zu tun, gegen seinen Streithammer entgegenzuwirken. Während wir so kämpften, versuchte ich, das Viech zu kategorisieren. Es sah ein bisschen aus wie ein Löwe, aber ein weiblicher ohne Mähne. Die Stimme jedoch war männlich, sehr eigenartig das alles. Nach langem Gefecht mobilisierte ich nochmal alle Kräfte und erschlug das Kätzchen. Quasi statt Hello Kitty, hasta la Pasta Kitty. Ein paar Wegabbiegungen später stand ich vor der Vaynorn-Priorei. War ein echt nettes Häuschen, so friedlich alles. Noch hätte ich umkehren können, doch es ging nicht. Mir war, als würde eine unsichtbare Kraft die W-Taste gedrückt halten und mich zum Vorwärtsgehen zwingen. Als ich das Haus betrat, lag eine gedruckte Zeitung auf dem Tisch. Die Erfindung von Herrn Gutenberg hat wirklich weite Kreise gezogen. Darin wurde berichtet, dass der Kaiser ermordet wurde. Wow, sowas verbreitet sich schnell hier. Dann stand ich vor Joffrey, ein alter Mann in Lumpen mit lustigem, ergrauten Ehrenkranz um die Platte. Ich erzählte ihm alles, was im Start-Dungeon passiert ist, wie ich beinahe allein den Kaiser bis zum letzten Atemzug verteidigte, während seine Wachen fielen wie die Fliegen angesichts der Abertausenden. Und naja, ich überreichte ihm dann den Klunker von Uriel und wollte gerade gehen, als er mich zurückhielt. Er vertraute mir an, dass das Amulett der Schlüssel ist, um unsere Welt von Oblivion zu trennen, und nur ein wahrer Septim könne das Siegel erneuern. Leider sind der Kaiser zusammen mit den Früchten seiner Lenden ermordet worden, quasi zu Fruchtmarmelade verarbeitet. Doch es besteht noch Hoffnung, denn der Kaiser hatte noch einen unehelichen Bastardsohn, den er irgendwo versteckte. Ha, scheint nicht schlecht zu sein, der Kaiser zu sein. Na jedenfalls sollte ich den Burschen mit dem Namen Bruder Martin jetzt suchen und zu Joffrey bringen, damit er ihn zusammen mit dem Amulett zum neuen Obermacker ernennen könnte. Ein Kaiser, der bei einem in der Schuld steht. Ja, das klingt ganz so, als wollte ich den Job übernehmen. Und wie schwer könnte es wohl schon sein, einen Priester von A nach B zu schleifen? Und wo war der gleich nochmal? Sein Name ist Martin. Er dient Akatosh in der Kapelle in Quatsch, südlich von hier. In Quatsch. Da hatten die Gründer aber keinen besonders erlesenen Humor. Ach was soll's, auf geht's. Hey, wer bist du denn? Prior Marburel steht da unten. Magst du mir was schenken? Immerhin bin ich euer Retter. Wenn ihr ein Pferd braucht, dann nehmt bitte meines aus den Ställen der Priorei. Hey, danke Marlboro. Ab jetzt bist du mein bestester Freund auf der ganzen Welt. Yeeha, my little pony, my little pony. Mein Ritt durch die Westebene war lang. Es dauerte noch bis zur Dämmerung und Quatsch lag noch immer in weiter Ferne, als ich an einem einsamen Bauernhof Rast machte, um für ein Bett für die Nacht zu betteln. Der Farmer war ein gewisser Torley Asselred. Wahrscheinlich hatten die Eltern bei der Geburt einen Zufallsgenerator benutzt. Aber Torley Asselred klagte mir ein ganz anderes Leid. Ich habe ein Problem mit Bären und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Man soll ja auch keine Picknickkörbe oben stehen lassen. Ich sage euch etwas. Tötet 6 der Biester. Bringt mir ihre Reißzähne als Beweis und ich werde euch großzügig entlohnen. Alles klar, Herzog Ickzorn, ich bring dir deine Bären. Mal überlegen, ich habe noch nie Bären gejagt. Ich muss sie mit irgendwas ködern, aber womit nur? Oho, es ist ein Schwarzbär. Nur noch schnell den Pfeil anlegen und... Wow, das Pferd hat den Bären getötet. Ganz schön schwacher Auftritt von Meister Petz. Na, da werde ich die restlichen 5 auch so beseitigen können. Nun aber zu meiner großzügigen Belohnung. Ein Buch. Ja, gute Nacht.
Am nächsten Morgen befand ich mich kurz vor meinem Ziel, als mir ein wild gewordener Elf entgegenrannte und um die Ecke bog und, seltsam. Um meine ansteigende Notdurft Luft zu machen, begab ich mich ins nächste Gebüsch, als... Ah! Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Dieser fremde Kerl, der mich da aus dem Busch heraus ansprach, war wohl ein Bürger von Quatsch, der mir berichtete, sein Heimatörtchen wäre von den Detra überrannt worden. Es öffnete sich einfach so ein Oblivion-Tor in der Nacht und schwuppdiwupp lag alles in Asche. Jetzt rannte er wie von Ibira gestochen um sein Leben. Oder vielleicht wollte er sich auch nur die Exklusivrechte bei der Bild-Zeitung sichern. Die brauchen immer viele bunte Themen zwischen den Affenbabys und den dicken Dingern. Sehr gute Zeitung übrigens. Also zum Beispiel als Unterlage für einen Vogelkäfig oder zum Fischeinwickeln. Die Straße weiter hoch lag ein Flüchtlingslager für die Überlebenden des Angriffs. Dort erfuhr ich, dass das Tor immer noch offen stand und die letzten paar Stadtwachen die Straße hierher hielten. Oh, sie machen aber auch eine sehr gute Figur da. Wurden sie in das Zelt hineingeboren? Doch kaum hatte ich mich umgedreht da. Ah, eine Echse mit Ohrring. Was ist denn heute nur los mit all den Tiermenschen? Weg, weg mit dir. Ah, es redet mit mir. Es sieht schlimm aus. Es ist schlimm. Ja, das sehe ich auch. Ach so, die Stadt. Ich wollte unbedingt diesen Martin finden, also machte ich mich auf den Weg, mit dem Hauptmann der Wache zu sprechen. Dieser wollte gern die Stadt zurückerobern, doch da eine Oblivion-Tor direkt vor der Haustür stand, war das ziemlich aussichtslos. Nettes Wetter heute. Er hatte aber bereits Männer durchgeschickt, damit die auf der anderen Seite einen Weg finden, das Tor zu schließen, und da keiner von denen wieder aufgetaucht ist, wollte er mich nun hinterher senden. Ach, was tut man nicht alles für das Leben eines Kaisers in Spee und natürlich der eigenen Altersvorsorge. Das ist also ein Oblivion-Tor. Soll ich das wirklich machen? Lass die W-Taste los. 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 Puh, hat sich's anders überlegt. Nein! Ah ja, das ist dann wohl Oblivion. Langsam verstehe ich, warum dieser Detra-Fürst gerne einen Tapetenwechsel hätte. Ich wurde von gar fürchterlichen Monstern attackiert. Doch während meines harten Kampfes kam mir einer der vermissten Soldaten von Quatsch zu Hilfe. Welch zufälliger Zufall. Die sind aber irgendwie nicht so richtig weit gekommen und da soll ich das jetzt alleine rausreißen? Nun ja, nach unserem Sieg erklärte mir der Kerl, dass der Rest seiner Truppe aufgerieben wurde. Er hat überlebt, ein weiterer ist in Gefangenschaft und der Rest koche in der Lava. Ich schickte ihn nach Hause. Wenn er mir genauso hilfreich sein konnte wie seine Truppe, dann verzichte ich mal lieber. Oh, was haben wir denn hier? Einen knusprig gerüsteten Soldaten, genau das Richtige zur Weihnachtszeit. Moment, gibt's was überhaupt in Cyrodiil? Naja, Kannibalismus wäre es ja nicht mal, bin ja schließlich kein Mensch, moha, und schon wieder den moralischen Fesseln ein Schnippchen geschlagen. Gesättigt setzte ich meinen Weg fort und, hui, was hängt denn da? Offensichtlich die Leiche eines weiteren Soldaten, wie sehr ihre Körper entwürdigt wurden durch diese Dämonen. Ich war sehr empört. Hey, das gibt doch ein gutes Ziel ab. Der Pfeil prallte wirkungslos ab. Uriel, bist du das? Was ich allerdings stark unterschätzte, war die schiere Anzahl an Bewohnern dieser Ebene. Einzeln an sich kein Problem, ich schaltete sie meist mit dem Bogen aus, doch mit der Zeit ermüdeten meine Arme. Ich versuchte den Feind durch Schleichen zu meiden, doch zu oft wurde ich gesehen, bevor ich die Skampe erblickte. Daher blieb mir dann nur der Griff zu meinem Schwert, das sich mit der Zeit blutrot färbte. Und es war kein Ende der Kreaturen in Sicht. Und da geschah es. Bling! Mitten im Kampf zerbrach das Schwert, da ich es wohl zu sehr in letzter Zeit belastet hatte. Zum Glück rettet mir eine Mine das Leben. Ja, genau, Minen. Oblivion war ein schlimmer Ort, hatte ich das noch nicht erwähnt? Ist nur die Frage, für wen? Ich begann mir die Umgebung zunutze zu machen. Die Flora des Landes war absolut giftig, also lockte ich die Skampe in die Sporen und Wurzeln der fremdartigen Pflanzen. Den Rest gab ihnen dann die erwähnten Minen. Endlich erreichte ich einen signifikanten Turm mitten in der Einöde. Wenn es eine Lösung gab, dann lag sie wohl hier. Der schwierige Teil lag aber erst vor mir, und ich hatte bereits kein Schwert mehr und meine inzwischen zerfledderte Lederrüstung würde ihm wohl bald folgen. Doch da kam mir die Idee. Ich bin noch ein Dunkelelf und laut der Anleitung sind wir besonders gut in Zerstörungszaubern. Also feuerte ich ein paar krass voll fette, teite Feuerbälle, wie der orkische Volksmund wohl sagen würde, ab. Nachdem ich im Foyer alle Skampe erledigt hatte, trat ein Dreamora auf den Plan, ein niederer Detra, zwar mit humaner Erscheinung, allerdings dämonischer Abstammung. Trotz seiner Rüstung erlag er meinen Pfeilen recht schnell und ich konnte ihn ausplündern. Leider hielt mich eine unsichtbare Hand im Skript davon ab, ihm seine Rüstung abzunehmen. Aber immerhin, sein Streitkolben konnte wenigstens ein Nahkampfersatz sein. Das Ding war zwar hässlich wie Viggo Mortensen ohne Bart, aber wohl besser als gar nicht. Der nächste Dremora-Rüpel war schnell erledigt, auch wenn ich wieder einstecken musste. Und so kämpfte ich mich den Turm entlang nach oben. Tödliche Fallen und noch mehr Gegner pflasterten den Weg. Durch eine Seitentür gelangte ich in einen Nebenturm. Dort in einem Käfig saß der gefangene Soldat. Er erzählte mir, dass das Oblivion-Tor nur eines von vielen war und dass man diese Tore nur schließen kann, wenn man den jeweiligen Siegelstein aus seiner Verankerung riss. Ich bedankte mich höflich und machte mich auf den Weg.
Er rief mir noch irgendwas hinterher, irgendwas von freilassen oder so. Ach, er meinte sicherlich den Stein aus seiner Fassung freilassen. Ha, was für ein guter Kerl. In der obersten Etage flackerte die Luft durch die Hitze der Flammen. Die Umgebung knisterte durch die Konzentration von Magie, mystischen Ritualen und ehrlichem Dämonenschweiß. Ich weiß nur noch bruchstückhaft, was ich tat. Ich war am Ende meiner Kräfte, die Rüstung zerschunden, der Ohnmacht nahe. Doch ich rannte. Ich rannte, griff nach dem Siegelstein. Und das Letzte, was ich sah, war, wie der Turm über mir kollabierte. Ein vertrautes Geräusch schien mich in die Ferne zu ziehen. Und dann wurde es still.